Hallo Herr Will, schön, dass Sie wieder gekommen sind. Vielen Dank. Recht herzlich bedanken möchte ich mich bei dem Wetter, das Sie mitgebracht haben. Das freut uns natürlich sehr, in dieser Umgebung zu filmen heute. Wir haben uns die Floating Villages am Brombachsee ausgesucht. Das ist im Prinzip vor den Toren Nürnbergs eine sehr idyllische Landschaft mit Art Wasservillen, Tiny Houses. Und für die Möglichkeit möchte ich mich noch bei Ralf Tellmann, dem Geschäftsführer und seinem Team bedanken, dass uns das heute ermöglicht hat. Wir wollten einfach die Frühjahrs- und Sommerneuheiten vorstellen, nicht unbedingt jetzt irgendwie bei uns in der Firma oder irgendwo in Räumlichkeiten, wo man auch irgendwie vielleicht Maske tragen muss wegen unserer aktuellen Corona-Pandemie. Wir wollten draußen irgendwie was Lockeres machen. Das Wetter hat uns momentan ermöglicht. Es ist wirklich herrlich. Und ich denke, für so ein Genussthema, wie wir auch ja vorstellen mit unseren Neuheiten, passt das Ambiente, denke ich, eigentlich hervorragend. Ja, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen was über unsere Medien auch verteilt an Informationen, die Sie auch schon draußen haben. Jetzt wollen wir das alles so ein bisschen aufarbeiten, richtig schön zeigen, was das für neue Modelle sind. Auch ein bisschen Hintergrund zu jedem Modell. Wir haben ja vor Wochen und Monaten auch schon mal darüber gesprochen, dass zu jeder Pfeife eine schöne Story eigentlich dazugehört. Der Pfeifenraucher möchte sich da auch irgendwie mit verbinden. Also nicht nur den Tabak stopfen und die Pfeife anschauen, fühlen und wir gucken, ob die auch wirklich ein Handschmeichler ist. Es gehört immer noch so ein bisschen mehr dazu. Insofern, alles, was ich gesehen habe, richtig gut. Und hinter der Jahrespfeife, mit der wir, glaube ich, jetzt erstmal anfangen, da steckt auch so eine neue Geschichte mit jemandem, der die designt hat. Erzählen Sie uns das mal. Ja, sehr gerne. Also das habe ich bei dem einen oder anderen Interview auch schon mal gesagt, dass wir in unserer Manufaktur sehr familiär zusammenarbeiten. Und jeder eigentlich nicht nur gerne am Arbeitsplatz ist, sondern auch eigene Ideen verwirklichen kann, sich überlegen kann, was kann man alles machen. Vor allem in der Produktion sind viele, die eben auch ganz interessante Ideen haben, die wir dann eben gemeinsam mit dem Team diskutieren. Und hier bei der Jahrespfeife hatten wir das Glück, dass die Frau Lüdecke, das ist eine junge Bildhauerin, die bei uns die Nachfolge beim Herrn Bauer, das war ein Drechsler, das Pfeifenhandwerk bei uns gemacht hat, wenn es um Prototypen, Reparaturen, um Designs gegangen ist, hat uns sehr in der Produktion dahingehend unterstützt. Und die Nachfolge hat sie erfolgreich angetreten. Und auch immer wieder Zeichnungen. Sie hat auch die letzte Auenlandpfeife gezeichnet und vorgestellt. Und mit der Jahrespfeife war es ähnlich. Da kam sie auch mit einem Vorschlag, mit einer Zeichnung zu mir. Und wir hatten dann eben die Machbarkeit, auch sage ich mal diese serielle Machbarkeit, überprüft, weil diese Pfeife schon sehr handmade-typisch ist. Also die hat sehr, ja sage ich mal, facettenreiche Formen, die eben in einer ja, seriellen Produktion, also nicht nur Einzelstücke, wir haben ja auch ein paar mehr Stücke, auch wenn es limitiert ist, dass wir da eben auch die Machbarkeit prüfen konnten und Gott sei Dank eben auch das hingebracht haben, dass wir die umsetzen konnten. Schön, hat ja auch eine ganz besondere Form. Also der Kopf hat ja wirklich ganz andere Authentizität als andere Pfeifen. Vor allem, sie ist auch sehr ergonomisch und was viele im Handel draußen, unsere Fachhändler, viele haben das gleich probiert, ob das für Rechts- und für Linkshänder geht. Und wir haben es bestätigt bekommen, ob man jetzt Links- oder Rechtshänder ist. Sie ist sehr ergonomisch, liegt sehr gut in der Hand. Und jegliche Form hat natürlich seine Facetten. Und hier gibt es eigentlich mehrere, weil jeder Blickwinkel eigentlich eine neue Form verrät, mehr oder weniger. Also die Jahrespfeife für den Rechts- und Linkshänder. Ja, ergonomisch, Rechts- und Linkshänder beidseitig verwendbar Okay. und durchaus handschmeichelnd. Dann verlassen wir doch mal diese wunderschöne designte Jahrespfeife. Jetzt haben wir ein neues Produkt noch dazwischen liegen. Ja, das ist eine neue Serie namens Kira. Hier haben wir uns auf ein sehr feuriges Element begeben. Die Zielsetzung war, dass wir eben auch, das ist ja eine Weißpunktserie, dass wir eben zwei Farben wählen, die die Maserung nicht nur unterstützt und brillant herausbringt, sondern die auch dann in dieser Kombination der zwei Farben auch eine gewisse Farbbrillanz nochmal, eine gewisse Tiefe mit sich bringt. Und das haben wir eben sowohl auf der glatten Ausführung als auch im Prinzip bei der sandgestrahlten, schauen wir uns gleich noch an. Und kombiniert haben wir das Ganze mit einem Silber Bronzepaket und es ist ja so, viele
Applikationen, viele Ringe sind ja eben auch poliert, sind sehr glänzend. Und da wollten wir jetzt eben einen matteren Charakter eben ganz bewusst kombinieren mit eben diesem feurigen Design des Kopfes. Und das ist eigentlich mit dem matten Ring in Kombination meines Erachtens eine ganz attraktive Ausstrahlung insgesamt von der Pfeife. Und da gibt es wie viele Ausführungen? Da gibt es 6 Ausführungen und wir haben bei der Sandgestrahlten auch wieder eben die 6 Ausführungen von den Köpfen her, ähnlich wie eben bei der glatten, aber auch hier mit der Sandstrahlung diese Farbkombinationen auch aufgenommen und haben eben die glatte Stelle hier und hier eben analog der glatten Ausführung nochmal mit aufgenommen, sodass praktisch diese Symbiose aus glatt und Sand gestrahlt in dieser Form auch wiederkommt. Und die Sandstrahlung, Sie sehen es mit diesen 2 Farbkombinationen, diese schwarze und eben feurige goldene Beize, kommen hier in der Kombination eigentlich als Kontrast sehr gut mit raus. Und Sie sehen eben diese natürliche Maserung, wird hier auch bei der Sandgestrahlten sehr schön unterstützt. So, dann gehen wir eins weiter. Da haben wir die Quentin. Das ist jetzt eben wieder eine Standardserie, wo wir eben auch einen handgravierten Ring, also nicht nur einen einfachen Ring, sondern im Prinzip einen handgravierten Ring, der im Endeffekt ein so ein zeitloses Muster eben mit sich bringt und insgesamt eigentlich von der Farbe sehr, sehr klassisch, zeitlos eben auch. Und hier haben wir auch dementsprechend wieder 6 verschiedene Modelle und durchaus eben ein zuverlässiger Begleiter, wenn man es eben auch durchaus ein bisschen klassisch standardisiert, aber durchaus raffiniert mit so einem gravierten Ring eben mag. So, jetzt haben wir so einen Strahlemann. Also. Ja, in der Tat, das ist unsere Göttin, Meerschaumgöttin Maris heißt die. Und da ist so, wir haben schon länger keine Meerschaum-Weißpunktpfeife mehr gehabt. Wir wollten einfach wieder mal was Neues mit rausbringen, mit Meerschaum, aber auch im Weißpunktcharakter und haben uns eigentlich für die Kombination entschieden, weil ja der Meerschaum an sich vom Einsatz her weiß ist, dass wir uns in der Kombination auch für ein weißes Mundstück entscheiden. Es ist ja ziemlich so, wie man im Pfeifenmarkt sieht, dass nicht die meisten Pfeifen Mundstücke weiß, sondern schwarz sind. Aber wir wollten eine Kombination wählen, die eben insgesamt attraktiv ist mit einer Farbe, die eben sehr schön dazu passt. Und in dieser Kombination ist es, denke ich, auf alle Fälle wieder mal wert, eine Meerschaumserie rauszubringen, die eben vielleicht im ersten Eindruck nicht als klassische Meerschaum erkannt wird, sondern wo man sagt, ja, das ist eigentlich in der Kombination farblich, das ist eine attraktive Pfeife und erst mehr oder weniger fast im zweiten Schritt sieht man, dass das ein Meerschaum ist, aber eigentlich geht es hier darum, dass man die Kombination insgesamt als attraktiv erachtet und da wollten wir eben auch im Weißpunktbereich wieder in dem Bereich was mit anbieten. Also ein absoluter Hingucker, aber Meerschaum ist ja auch also wirklich schön zu rauchen. Insofern denke ich mal, ist das eine Pfeife, die wirklich unter die Top Produkte bei Ihnen kommen würde. Also ich will das nicht wetten jetzt, weil mit Wetten liege ich nicht verkehrt, aber so rein gefühlsmäßig denke ich, das ist ein Pfeifchen, was wirklich sich von vielen anderen absetzt und würde ich einfach nur viel Spaß und viel Glück. Ja, vielen Dank. Also optisch auf alle Fälle und wie Sie gerade sagen, mit Meerschaum raucht sie es natürlich sehr angenehm. Das kommt eben bei der Pfeife noch mit dazu und insgesamt auch in der attraktiven Kombination mit dem weißen Mundstück hoffen wir schon, dass der eine oder andere das auch ähnlich sieht, wie wir das machen. Dass wir sagen, ja, das ist eine schöne Pfeife. Muss einfach raus. Wunderbar. Jetzt haben wir noch eine Standpfeife. Ja, das ist die Serie Louis. Das ist ein Modell, auch wieder 6 verschiedene Modelle der Serie. Das ist eine Standpfeife und es ist ja bekannt, dass wir immer eigentlich zumindest das Interesse haben, mit Materialien zu spielen. Vor allem der Materialmix zum Brärholz dazu ist schon immer das, was wir immer ja, versuchen mit reinzubringen. Und uns ist aufgefallen, dass in vielen Bereichen, sei es nicht nur Möbel, Küchenbereich oder im Bodenbereich, diese geräucherte Eiche, was hier in der Mitte der Ring ist, durchaus attraktiv ist und vom Farbton durchaus zeitgemäß mit reinkommt. Und das war uns, sage ich mal, so die
Überlegung, dass wir sagen, ja, wie könnten wir denn eine geräucherte Eiche kombinieren mit einer Pfeife? Und da haben wir eben diese zwei Ahornringe, damit es eben insgesamt ein bisschen aufgewerteter wird und erkennbar ist, mit einer neuen Farbe kombiniert und dann eben auch im Standardbereich durchaus eine attraktive Kombination mit eben angedacht, die eben ja zeitgemäß und durchaus eben mit der einen oder anderen Raffinesse, wenn es um einen Materialmix geht, hervorsticht. Da gibt es auch sechs Ausführungen? Da gibt es auch sechs Ausführungen, genau. Auch was Buntes dabei, ne? Was Grünes? Ne? Der Farbton? Das ist so ein braun-grün-Ton, das stimmt, ja, das geht ein bisschen ins braun-grünliche. Wie gesagt, das sieht man, Sonne wahrscheinlich auch, ja, das kann schon sein, deswegen haben wir das Wetter ja ausgewählt, dass der Farbton ein bisschen besser rauskommt, aber ist natürlich im Prinzip angeglichen an diese geräucherte Eiche. Deswegen haben wir hier eben eine neue Farbe kreiert, die da eben insgesamt dazu passt. Ja, dann haben wir noch was ganz Kleines, von Mini zu Tini. Die Tiny, ja, das ist was ganz Kleines. Wir sind ja, ich sage mal, in einer Wasservilla oder wie fast in einem Tiny House, sind wir ja, sage ich mal, eher in einem kleinen Raum. Es geht natürlich aber auch um Frühjahr, Sommerneuheiten, wo man eben kurz eben sich irgendwie mal einfach eine Pfeife mitnimmt. Man weiß ja nie, wo man irgendwie eine schöne Terrasse findet und sagt, man kann da eine Pfeife genießen. Das ist eigentlich natürlich in Kombination dessen, weil es ja eine Standpfeife ist, auch für einen kleinen Raum kann man sich ja mal schnell irgendwo zwischendurch stopfen. Und ist natürlich auch für unterwegs, für einen kleinen Raum, für die Tasche sehr gut geeignet, für den Rucksack. Zwischendurch stopfen, das müssen Sie mir nochmal sagen. Das können wir vielleicht im nächsten Video, dass wir ein Tutorial machen, das zwischendurch stopfen. Das können wir gerne mal machen, Herr Will, ja. Und wie gesagt, das gibt's auch, ist angelehnt an die Farbgebung der Mini. Gibt es eben, wie bei unserer Mini-Serie, in den kompletten Mini-Farben, hier jetzt eben die weiße Variante und eben als Standpfeife ein Modell in eben den verschiedenen Farben. Für die Pfeife plötzlich durch. Ja, das. Aber auch für jemanden, der sich vielleicht erstmal neu zu entscheiden sagt, ich möchte nicht gleich so einen dicken Kopf haben, da haben wir viele Leute auch Angst vor. Ich habe das schon mal auch so beobachtet, wenn ich im Fachhandel unterwegs war. Also Neueinsteiger haben vor großen Köpfen Angst, ne? Ja, das ist, glaube ich, immer das, wie man es eben heranführt an die Pfeife. Ich glaube, das ist wichtig, dass man eben grundsätzlich, ob das jetzt eine große, mittlere Pfeife ist, dass man eben den Einstieg beim Beginn nicht irgendwie alleine machen muss, sondern dass man wirklich, sei es jetzt die Händler, wir haben ja auch ein Tutorial mit angeboten auf unserer Homepage, und dass wir einfach sagen, das ist das Wichtigste, dass man die richtige Pfeife für einen Anfänger und eben nicht der Angst hat, nicht Angst vor großen Köpfen, nicht Angst vorm Anzünden, nicht Angst vorm Stopfen, sondern dass man eben einfach eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Freude schon beim Beginn an mit sich bringt und dass man da eben die Leute unterstützt. Das ist wichtig, was wir immer wieder sagen, und das ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist. Wir werden auch, nur kurz erwähnt, wir werden auch jetzt Pilotprojekte starten, dass wir Online-Seminare auch anbieten. Das wollen wir auch machen, so für Beginner, Einsteiger, dass wir eben auch von Frauen aus das einmal probieren jetzt im Online-Format, dass wir wirklich den Leuten von Beginn an das zeigen, vielleicht auch Fehler, auf Themen aufmerksam machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben den Genuss Pfeife von Anfang an richtig gezeigt bekommt. Dann hat man auch lange Freude dran. Also ich finde es eine gute Idee, denn die Angst vom Anrauchen ist ja da. Mhm. Ja? Und viele interessieren sich, glaube ich, für eine Pfeife, aber dann haben Sie schon gehört, dass am Anfang bisschen das ein bisschen auf der Zunge, wo man weiß nicht, wie man den Tabak reintut und wie viel man reintut. Ja. Der eine sagt zwei Drittel, ein Drittel, drei Drittel, hat er auch schon mal gehört. Aber so eine begleitende Einleitung und Anleitung, Pfeife zu rauchen im Internet, finde ich eine richtig schöne Geschichte. Ja, also wir werden das versuchen, eben die Julia Eckert und ich, wir werden da eben gemeinsam mal so ein Online-Seminar machen, so ein Tasting, und da werden wir eben versuchen, das rüberzubringen, diese Leichtigkeit praktisch ist, dass das keine Raketenwissenschaft ist, sondern das ist ein Genussthema, das ist ein Hobby, es ist ein genussvolles Thema, das man eben auch mit einer gewissen Leichtigkeit übertragen soll, und das ist das, was wir jetzt eben einmal versuchen werden, und das ist auch bei den Händlern wichtig, und ob es dann eben so ein kleines ist für zwischendurch oder auch ein mittlerer, größerer Kopf wichtig ist, dass eben das gut mit begleitet wird, und das ist das, was wir auch jetzt eben auch versuchen wollen. Da sind wir beim Genuss und da sind wir bei der Tradition Nummer 1. Das ja, beim Tabak, oder? Genau, das ist natürlich auch immer ganz wichtig bei einer Pfeife. Wir haben ja vom Stopfen schon gesprochen, nämlich den Tabakstopfen in die Pfeife. Und das ist eben ein Thema, das auch ganz wichtig ist. Das ist uns auch eine Herzensangelegenheit aus vielen Jahren schon, dass wir immer wieder auch passend zu unseren Pfeifen
attraktive Tabake, milde Tabake, gut rauchbare Tabake mit interessanten Mischungen mit anbieten. Und wir haben ja 2019 unsere neue Pfeifenkategorie Tradition, wo wir unsere besondere Qualität, die wir eben in der Fertigung haben, rausfiltern, selektieren und da eben ganz selektierte, limitierte Pfeifen mit rausbringen. Und da haben wir eben angelehnt an dieses Thema die Traditionsreihe Tabak ins Leben gerufen. Und das Schöne ist, ich meine, Herr Will, Sie wissen, dass es uns über 170 Jahre gibt, dass wir da dann im Archiv viele Sachen haben, wo wir sagen, wenn es um Aufdruckbilder geht, da haben wir natürlich aus dem Fundus einiges zu bieten. Und das macht immer Spaß, wenn man dann zum Beispiel jetzt für die Tabakdose überlegt hat, was nehmen wir da für ein Modell, was nehmen wir da für ein Bild, wie soll das Design ausschauen. Und da haben wir eben, und da haben wir uns für einen Kappenmann entschieden. Und ich finde den auch richtig sympathisch. Das ist einmal ein zeitloser Kappenmann, der eigentlich immer wieder das Thema mit reinbringt. Und da haben wir im Fundus eben den Kappenmann mit reingebracht. Und im Marketing haben wir da, die Julia Eckert war da eben auch maßgeblich mit daran beteiligt, dass wir eben diese Dose kreieren und haben eben auch die Möglichkeiten hier ausgenutzt, die so eine Dose vom Herr Druck her möglich macht. Und da wirklich in dem Bereich, ja, was ins Leben gerufen. Das ist jetzt die Nummer 1. Das ist ein sehr klassischer Tabak aus Burley und Virginia Tabaken. Verschiedene Schnittbreiten, auch Cube Cuts mit dabei. Ist eigentlich sehr, sehr klassisch, sehr natürlich. Hat so eine natürliche Süße und ist für, sage ich mal, eher einen natürlichen Liebhaber, der eben natürliche Tabak mag, sehr gut, ist auch sehr mild, sehr angenehm zu rauchen. Und das ist im Prinzip limitiert. Jetzt einmal unsere erste Traditionsnummer 1 Dose. Wir werden dann immer wieder, einmal im Jahr, ist geplant, dass wir eben so eine 100 Gramm Dose rausbringen. Und das ist jetzt eben die erste, die wir mit unserem Kappenmann vorstellen möchten. Also den Kappenmann wollen wir verfolgen. Die Tabak-Tradition Nummer 1 werde ich auch garantiert probieren. Sehr gerne. Und auf die Tradition 2 sind wir dann auch ganz gespannt. Aber Sie haben noch ein wunderschönes kleines Kästchen da auf dem Tisch stehen. Eine kleine Kiste mit vielen Kleinigkeiten, oder? Ja, also wir haben ja eine kleine Kiste mittlerweile, stimmt. Aber wir haben ja jetzt über Einsteiger, über das richtige Anfangen, über den Genusspfeife, über den Einstieg generell in dieses Genussthema gesprochen. Und wir möchten nicht nur eben die Neuheiten vorstellen, sondern eben auch, wenn jetzt der eine oder andere vielleicht wirklich auf den Genuss kommt, wenn man vielleicht irgendwie nur geschenkt braucht, dann haben wir eben ein neues Einsteigerset eben mit rausgebracht, weil wir gesagt haben, okay, der Einsteiger soll unseres Erachtens mit einer guten, qualitativ vernünftigen Pfeife anfangen. Und wir haben uns da ein Einsteigerset überlegt, wo wir, sage ich mal, eine Faun Basic, das ist von unserem Basic-Programm, das wir seit vielen Jahren international sehr erfolgreich verkaufen, haben wir eben ein Einsteigerset kreiert, wo wir eben eine Einsteigerpfeife mit drin haben, aus der Basic-Reihe in 4 verschiedenen Modellen, also 2 Kopfformen und 2 Farben. Und hier sind eben unsere Dr. Perl Junior Filter mit dabei, unsere Pfeifen, Reiniger, ein Stopfer mit dabei, auch eine kleine Anleitung. Und was wir hier, das habe ich vorher schon erwähnt, bei dem Tutorial, hier ist eben auch nochmal die Möglichkeit, sich das Einsteiger-Video, das ist so ein Mitmach-Video, wo man sich gerne eben das Set zurechtlegen kann und in einzelnen Schritten mitmachen kann. Und da kann man sich es eben auch nochmal gemeinsam anschauen, wie dementsprechend der Einstieg, der entspannte, der leichte Einstieg gehen kann. Das ist, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft. Das haben auch schon andere vorher geschafft. Und wenn man sich eben für das interessiert, wäre das zum Beispiel ein attraktives Einsteigerset, wo man sich eigentlich dann nur noch den Tabak dazu aussucht. Da sind ja die Geschmäcker verschieden, aber sonst ist da eigentlich wirklich in dem Package alles mit dabei und bieten wir aktuell eben im Handel mit an. Ja, das nehmen wir auch gerne so mit, weil es auch eine emotionale Stimmung hier für uns auch jetzt ist. Und ich hoffe, dass die auch gut rüberbringen, dass unsere Fachhändler als auch die Pfeifenfreunde, die draußen auf die neuen Pfeifen warten, das mit Spannung alle sich angucken und dann in den Handel gehen und auch online, wenn es nicht anders möglich ist, bestellen. Die Variationen und Möglichkeiten, mit Ihnen zu kommunizieren, haben wir auch schon erwähnt. Insofern kann ich nur sagen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen ganz, ganz oft, dass Sie hier draußen sitzen und dass Sie die Statistiken, die Sie dann bekommen,
mit einem Haken versehen, alles in Ordnung. Ja, würde mich freuen, Herr Will. Ja. Vielen Dank. Danke für den Besuch und für das Wetter, wobei Sie, glaube ich, das mit der Julia zusammen organisiert haben, fehlt mir sehr gut. Das können wir gerne wiederholen. Wir probieren das nochmal beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Danke.